So, jetzt mal was ganz anderes vorweg. Das geht hier an unsere Freunde, die Smokebuster. Hallo! Einige von euch werden sie wahrscheinlich kennen. Genau, unser Oktoberfest-Special soll euch ein wenig gewidmet sein. Und zwar, wir versuchen hier jetzt in diesem Video ein bisschen bayerisch zu reden. Und wir hoffen natürlich, dass ihr das beantwortet mit einem zünftigen Berlinerisch-Video. So als Einstimmung für die Shisha-Messe in Berlin, ihr wisst schon. Ja, und ihr solltet natürlich auch eine ehrliche Kritik... Eine ehrliche, aber bitte nicht so brutale Kritik dazu geben, wie wir das so umgesetzt haben mit dem Bayerisch-Deutsch. Jo. Ihr könnt ruhig sagen, wenn er da drüben einfach nur Mist labert. Ja, das ist wahrscheinlich nicht der Fall. Genau, machtet mal. Machtet mal, wir freuen uns drauf. Viel Spaß beim Video. Genau. Haut da rein. Haut rein. Aus der Rinnkeule. Wollen wir nicht mal so ein Oktoberfest-Special machen oder sowas? Oktoberfest-Special? Ja. So wie wir aussehen? Stimmt. Also dann quatschen können wir auch nicht so. Nicht so wirklich. Nee. Da brauchen wir ein paar waschechte Bayern, oder? Ja, das ist gut. Ein paar waschechte Bayern. Wo kriegen wir jetzt waschechte? Wo willst du jetzt um die Uhrzeit in Berlin waschechte Bayern herkriegen? Boah, da gehen wir einfach auf die Straße. Da werden schon irgendwelche rumstehen, oder? Meinst du nicht? Stimmt. In Berlin gibt es so viele Kloppis. Klar, die, ja. In Berlin finden wir auf jeden Fall einen. Da kannst du Nerven da schmeißen, dann merkt da keiner Sau. Ich zieh mir hier mein original Berliner Pilzkostüm an und dann gehen wir auf die Suche. Ja, stimmt, dann kommen sie zu dir gelaufen, weil die denken, du gehörst dazu. So. Das, ja, stimmt. So, machen wir so. Eine gute Idee. Also, in dem Sinne. So, ich mache jetzt mal hier so ein Vlog draus. Wir gehen jetzt mal hier raus nach Berlin. Wir gehen jetzt raus, genau. Wir gehen und suchen mal ein paar Leute. Genau. Und wir suchen jetzt im Dunkeln nach ordentlichen, richtigen, waschechten Bayern. Es ist ja schon ganz schön dunkel geworden, ja, genau. Hier. Flo hat jetzt eine Taschenlampe dabei. Und wir laufen jetzt hier mal so ein bisschen in Berlin. Das ist Berlin. Seht ihr das? Wunderbar. Das ist eine richtig geile Stadt. Ich sag's euch. Ich hör da was. Ich hör da was, Flo. Warte. Ist ja, warte. Hier? Hier ist mal gucken. Adi, ich hab was gefunden. Da. Hast du was gefunden? Im Wildland. Hier, guck. Da. Du hörst schon, du verstehst sie nicht, ne? Richtige Bayern. Na, kick mal. Kick mal, wir haben dich hier gefunden. Wir sitzen da. Alter, vor ihrer Fassung, da sitzen die Bayern. Ey, dürfen wir mal stören? Wir sind zwei waschechte Berliner und wir bräuchten noch so ein paar Leute hier für unser geiles Oktoberfest-Special. Richtig. Das ist eine richtig dicke Fete. Wir haben auch ein paar Mollen für euch noch da. Jawohl. Ich glaube, die verstehen uns nicht, Alter. Wir zeigen denen jetzt was, was jeder Bayer versteht. Oh, Löwenbräu! Oh, Löwenbräu! Komm! Oh, komm! Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns vom Shisha-Team. Ich bin ein waschechtes Berliner Bier. Das ist der Flo. Hi. Das ist meine reizende Freundin Caro. Da drüben seht ihr Max, den kennt ihr ja schon. Ja, wir machen heute unser Oktoberfest Special. Bam, 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 bam. Ach, falsches Thema. Das ist ein bisschen schade. Sagen, wir erheben die Maß. Wir erheben die Maß, genau. Und ich sag, Funk Shisha ist. So, und das Video soll ja jetzt natürlich auch im Sinne des Oktoberfests, des bayerischen Oktoberfests sein. Und deswegen haben wir daraus so ein Hybrid-Video der Kulturen gemacht. Und wollen euch natürlich die bayerische Sprache ein wenig näher bringen, wenn ihr der nicht sowieso schon mächtig seid. Ich fange mal an damit. Wir heißen euch willkommen beim Oktoberfest-Spezial. Willkommen beim Wiesn-Spezial. Ich hoffe, das ist super! Gut, und damit ich das nicht immer machen muss, haben wir mal Max außer Korn, der, glaube ich, so gut wie gar keinen bayerischen Dialekt machen kann, wa? Ich kann nicht sprechen. Gut, also Max wird euch zwischendurch noch ein bisschen was zum Besten geben. Na denn, fangen wir mal an, was machen wir denn heute? Ich glaube, das Shisha-Team stellt einen neuen Tabak vor. Oder auf bayerisch? Das Shisha-Team stellt online Tabak vor. Okay, Leute, wir haben es ja schon einem Abonnenten von uns länger versprochen. Ich halte mal etwas näher in die Cam. Es geht heute um den True Passion Robinson Crusoe.
Ob der jetzt so gut zur Wiesn passt, sei mal dahingestellt. Aber wir wollten ihn endlich mal testen. Genau. Und bevor wir richtig loslegen, wünschen wir euch natürlich viel Spaß beim Zuschauen. So ist es. Wir wünschen euch Bui Gaudi beim Zuschauen. Super. Ja, dann fangen wir gleich mal an. Und zwar... Ja, so ist es. True Passion typisch kriegt ihr die 200 Gramm für 16,90 Euro. Ich habe da was vorbereitet. Und zwar lautet die Frage, wie gut ist der Tabak geschnitten? Wie gut ist der Tabak geschnitten? Geschnitten. Ja, entweder man kann drüber lachen oder eben nicht. Ich glaube, das ist falsch. Ja, ich bin der deutschen Sprache auch nicht ganz so mächtig. Ja. Ich kann es weder schreiben, noch soppeln, noch kann ich es richtig ausdrücken. Aber der Max soppelt sowieso nur kurz, der kann es da jetzt auch so vorlesen, was du gedacht hast. Das ist hier Schnitten. Oh. Hier Schnitten? Das ist hier Schnitten, Leute. Wir kommen aus Berlin, das ist hier Schnitten. Hier Schnitten, okay. So, wie ist denn der verkackte Schnitt hier? Ich sehe ja hier... Na. Sorry. Also der Schnitt ist wirklich True Passion typisch voller Äste. Also es ist ein relativ grober Schnitt. Ja, wirklich ein paar Äste drinne. Die Molasse ist aber ganz gut eingezogen. Und an sich lässt er sich auch gut bauen und rauchen. Also dafür eigentlich ja, vielleicht ein kleiner Abzug. Kann man auch mit der Schere nochmal ran, wenn man möchte. So Max, wie riecht denn der Tabak? Wie riecht denn der Tabak? Da Tobak? Ja, das ist gut, genau. Da Tobak. Da Tobak. Wie riecht er denn da? Verdammt nochmal. Boah, lecker. Einfach Biebsch muss sagen. Kruzifix. Oh. Ich hab vergessen, wie er riecht. Oder ich hab vergessen, dass er so gut riecht. Also der riecht wirklich super lecker. Und ja, wie man vom Namen vielleicht nicht erwarten kann unbedingt, riecht man hier ganz klar eine Ananasnote raus. Ja, also wir haben hier einen Ananastabak, haben wir glaube ich noch nicht gesagt. Nö. Nee, hau mal raus. Ja, und die Ananasnote riecht echt ziemlich natürlich. Schön süß-fruchtig. Riecht hier drin ja. Wie so ein Ananasbonbon. Ja, also es ist auch eher vielleicht wie so ein Ananas-Gummitier. Ja. Also die weißen Gummibärchen sind glaube ich Ananas, ne? Ich glaube schon. Genau. Genau, und so wie die schmecken, riecht der Tabak eigentlich auch. Das aber eins zu eins. Also wirklich sehr lecker. So eine leichte Frische ist noch dabei. Schon wieder diese Produktplatzierung hier. Gefällt mir richtig gut. Ich habe nicht Haribo gesagt. Mei, der schmeckt muy grande. Nee, ich kann gar nicht genau sagen. Doch, ich würde denken, die Ananas kommt da ein bisschen durch. Ja, so einen leichten Ananas-Geschmack habe ich da drin, aber er sticht nicht so stark durch, wie es mir eigentlich erhofft hatte. Was ist denn da noch drauf? Ja, da ist Ananas, Passionsfrucht, also Maracuja und Mango mit drin. Die Mango? Die Mango kommt ein bisschen durch, würde ich sagen. Ja, alles. Ich als Laie, ich kann nicht nur sammeln, aber mal schauen, was so Profi sagt. Ich nehme erstmal noch eine Maske, schmeckt sowieso ein bisschen ab. Ja. Mach mal, ich gönne mir noch einen Zug. Ja, ganz anders als der waschechte Pseudo-Bayer hier neben mir, finde ich diese Ananasnote hier total lecker. Sie ist überhaupt nicht penetrant oder sowas. Also das kennen wir aus von anderen Tabaksorten. Hier oben eingeblendet, was wir schon getestet haben. Und da war die Note immer total, weiß nicht, so chemisch, eben wirklich vergleichbar mit dieser Note von einem Ananas-Gummibärchen. Und hier finde ich sie relativ natürlich. So eine leicht überreife Ananas. Und im Hintergrund hat man die Mango, die auch echt super frisch durchkommt. Maracuja weiß ich persönlich immer nicht, was diese Frucht so richtig für den Geschmack reinbringen soll. Wenn man eine frische Maracuja isst, ist die eigentlich süß und sauer und vielleicht so ein bisschen Säure. Aber die ist wirklich verhalten im Hintergrund, würde ich sagen. Aber insgesamt stehe ich übelst auf diesen Tabak. Der ist total lecker. Also wirklich, so eine gute Ananasmische habe ich hier noch nie geraucht. Muss ich mich auch anschließen. Und was bei True Passion ja immer so eine Sache ist, ist der Grundtabak. Der kommt ja meist relativ stark durch und gefällt mir oft nicht. Ich finde aber, zu dem Tabak passt das irgendwie. Wohlmundig im Abgang wollte ich.
So. Ganz genau. Ich glaube, ich habe es auf den Punkt gebracht. Jetzt gibt mir den nächsten Lommer hier gehen. So, ja, also würde ich auch sagen, sonst hat man wirklich eine stärkere True Passion Grundtabaknote da so drin. Es hat auch Virginia Grundtabak, aber man schmeckt den sonst immer relativ deutlich durch. Und hier ist es wirklich abgeschwächt. Man merkt, es ist Shisha-Tabak. Ja, man genau, man raucht einen Tabak, der aromatisiert ist, aber es ist überhaupt nicht unangenehm und es unterstützt eher noch so diesen leckeren Geschmack. Ja, es passt also einfach mega gut zusammen in dem Fall. Man hat hier was davon. Ich glaube, dadurch, dass der Rest halt so frisch ist, stört diese, ich nenne es jetzt doch herb, diese herbere Grundtabaknote nicht. Oh Leute, wir shishern. Ach nee, wir rauchen Shisha, ich darf ja nicht shishern. da krieg ich immer Durst. Durst kriegt da. Durst. Wie heißt denn das? Beim Shisha bekimmt man allweil Durst. Ja, das ist ein gutes Thema. Prost. 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 An dem Burg muss ich noch mal sagen, wir haben es noch gar nicht so richtig vorgehoben. Wir haben ja ein zünftiges Wiesenmadel dabei. Fällt, denke ich, auf durch körpermittig befindliche, ausgeschnittene, in Szene gebrachte Spitzen. Na? Ja, war geil. Ja, gut, und ich denke, jetzt machen wir weiter mit der Rauchdauer, gell? Du kriegst gleich eins auf die Fotzen. Auf die Fotzen? Fotzen hab ich gesagt! Oh mein Gott! Ich glaube, wir machen weiter. Max, wo schon was zu sagen? Ja. Wie ist denn der Rauchdauer? Okay, das habe ich verstanden. Die Rauchdauer ist, True Passion typisch. Was haben wir dazu sagen? Ich würde lieber noch auf den Rauch selber eingehen und der ist wirklich Bombe. Also, wir rauchen wieder mit der Sapphire Powerbowl Lotus Aufsatz 2 Tom Kokocha. Wie heißen die? Diese größeren? C26 heißen die, glaube ich. Cool. Jetzt möchte ich den Barcode von der Nummer wissen. Oh. Keine Ahnung. Da habe ich keine Ahnung. Ja, aber der geht halt locker, safe, klar. Super Rauchergebnis. Auch ein ganz weicher Rauch, überhaupt nicht kratzig, auch durch die leichte Säure, die ich angesprochen habe. Trotzdem, ihr seht's, weiße Wolken, so wie man es haben möchte. Und das eine Stunde, 15 Minuten, easy, bis die Kohle aus ist. 50 Staunen davon nach oben. Aber weißt du, was fehlt? Was fehlt? Die Brezen. Die Brezen! Die Brezen! Oh. Scheiße, ich hab die Brezen vergessen. Mist. Mann! Einmal mit Profis arbeiten. Nee, wartet mal. Ihr nehmt jetzt mal die Hände hoch, ihr macht genau den hier. Mögst du jetzt ein bisschen sabbern? Nehmen wir mal so. So, okay. So, genau. Ganz genau. Und jetzt, bitteschön. Ha! Hammer! Ja? Das ist doch geil. Ist das geil? Echt mal ganz schön heiß. Jawoll! Respekt, ey. Crank. Frisch aus dem Zauberofen. Geben mir eine Kaufempfehlung außen. Ja, ich würde sagen, geht zum Loyal Shisha Shop in Berlin. Ne? Da haben wir bei dir. Genau. Und dann geht er rein und dann sagt er, ihr braucht den True Passion. Jetzt Robinson Crusoe. Ja, ganz genau. Genau. Das wollte ich auch bitte sagen. In dem Dialekt. Also, vollkommen ehrliche, klare Kaufempfehlung. Ja. Das ist wirklich ein super leckerer Tabak. Und wer generell auf Ananas, Mango und so diese Richtung steht, tropische Früchte, sollte den definitiv probiert haben, weißt du, Gummibären? Weil er einfach extrem lecker ist. Und der leckerste Ananas-Tabak, hier Smokies Pineapple, ist für mich noch weit hinter Robinson Crusoe. Ja. Ich musste mich echt beherrschen, wir haben den ja schon eine Weile. Das wollte ich auch gerade sagen, ja. Wir haben den ja schon lange angekündigt. Im Sommer sollte der schon kommen und wir mussten uns echt zusammenreißen, noch so einen Kopf übrig zu lassen. Aber wir haben es geschafft. Ich weiß nicht wie, aber Disziplin. Auf magische Art und Weise, genau. Wir haben gedacht, zum Oktober schmeckt die so ein bisschen. Genau, im Oktober wird so ein richtig schöner Sommertabak am besten schmecken, weil hier arschkalt ist und so. Und weil wir auch keinen ordentlichen Sommer hatten. Genau, da holen wir uns jetzt einfach den Sommer in den Oktober. So machen wir dann. Ja, und dann sind wir auch schon wieder durch mit diesem Video. Wir hoffen natürlich, euch hat dieses Video wieder gefallen, dieses Special. Klar, unser Intro hat euch gefallen, wir wissen's. Ich glaub's auch. Ich glaube, der Max hat noch was zu sagen, oder? Ja, und ich glaube, der Max hat noch was zu übersetzen, was ich hier sage. Ja, Schlussworte. Denn wenn's euch gefallen hat, dann lasst uns bitte ein Like,
unter kostenlos Obodor. Jo, das ist super. Genau. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Macht's gut, schaltet wieder ein, euer Shisha-Team. Bis dann. Ciao, ciao. Und auf Bayerisch. Grüß Servus. Gott. Servus. Servus. Ich musste mir die ganze Zeit schon zurückhalten. Sehr gut, sehr gut. Ja. So. Opa, die Brezen. Ja, die Brezen, das war echt die Brezen. Die Brezen, ja. Dann aber es ist am Ende nämlich eigentlich lascht uns Obo. Lascht? Ja. Ich hab das mit so einem Bayern-Translator gemacht. Ich hab das so gemacht. Es gibt einen Bayern-Translator? Ja. Kennst du Translator? Musst du eingeben, einfach nur bei Google. Gibst du ein Deutsch, Bayerisch, Bayerisch, Deutsch. Okay, ist hier gerade mal. Als ob das kein Deutsch wäre. Das ist ein oberdeutscher Dialekt. Bayerisch, Bayern ist ein Freistaat. Frag den Seehofer. Der Seehofer hier da. Willst du dich gerade mit Herr mir? Seehofer, wir haben dich sehr lieb. Wir werden dich nicht vermissen. Und jetzt weiter mit dem Mabel. Und das muss auch so sein. Ja. Sehe schon. Nee, jetzt nicht mehr.